Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufregenden und spannenden Folge mit Roman Schneider und vielleicht sogar mal mit weniger Namen. Hallöchen. Heute wird das Kyoro gefangen, sagte er. Heute wird der Kyoko gefangen. Das Fantastische, das Atemberaubende, das eventuell nicht existierende. Und falls wir es überhaupt fangen, beantworten wir die Frage eh falsch. Wahrscheinlich, ja. Nee, für diesen Fall, guck nach, es bleibt noch online, er muss es wissen. Ich kenne ihn, er weiß es einfach. Ach, er ist doch da, echt? Ja, ist er, ich weiß nicht, deswegen, guck mal, es bleibt noch da, wenn er... Ja, es ist doch online, ja. Gut, wir sind versichert. Im Notfall haben wir ihn, also sonst sind wir abgefahren. Ja, wir sind, ja klar, er hat uns letztes Mal auch so gut geholfen mit Octillery, wo er uns zum Poké-Wiki weiterleitet hat. Ja, das kann ja auch helfen. Also, wir haben noch einen Joker in der Hinterhand. Hallo, ich bin's, Eich, wer sonst? Dein Gemälde ohne Titel wurde bei Dark Souls verkauft. Es wurde für 50 Poké-Dollar verkauft. Kunstbanausen, ey. Also, wenn so ein Müll für so viel Geld verkauft werden das würde, ist dann... wenig. Na, kommt halt kein Vergewaltiger. Ja, da ist der Vergewaltiger. Oh, XXX Waffels. Mein Take-Chair-Besucher, der Vergewaltiger, Hallöchen. Er hat Augenringe. Schläft er nie? Ja, genauso wie ich halt. Tschüss. Geh weg, schön. Das arme Pikachu, ey. Ein Paket mit dem bestellten Ich bin immer gespannt, was ich bestellt habe. Ah, Sammelkarten, natürlich. Oh, Pokémon-Sammelkarten. Relaxo-Karte. Hey. Ist sogar beweglich. Lugok. Stitto. Goldini. Goldini, hey. Ich komme hin zur Puppe. Oh toll, da liegt im Schrank, einfach so rum. Sammelkarten. Patimos! Volleyball! Tralalala, interessiert sitze ich bereits. Raupi, interessiert kein Schwein. Ja, ich weiß. Wow. Sammelkarten und Inkognito. Ich bin ja manchmal so toll. Mach mal zu und wieder auf. Zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf. Zu. Okay, wir schauen mal den Fernseher mal ein. Hat mich angesprungen. Was für ein böses Vieh. Das geht doch nicht. Okay. Mach mal. Ja, okay. Wie? Hey, warte mal. Dafür, wann krieg ich die denn? Ja, übermorgen bestimmt. Oh Mann, ich will den jetzt. Ich will französisch Pichu Bros sehen. Nee, ich will nicht schon wieder so. Du willst das Klo gefangen. Egal, warte, dann gucken wir auf den Ei-Kanal. Ja, richtig. Das müssen wir auch nochmal machen. Das ist einfach ein Quapsel. Oh. Okay. Was hast du getippt? Ich weiß nicht, irgendwas anderes. Genau, das war ein Schlurp, oder? Ich glaube ja. Das habe ich nicht erwartet. Das war nämlich in der Wüste, oder? Ja. Das ist... Eindeutig ein Individuum. Nein, eigentlich nicht. Das ist ein Schanera. Nein, Schanera, fertig. Fleckmann. Wir müssen noch in den Nachrichten schauen, wir müssen doch aktuell auf dem aktuellen Stand sein. Okay, wahrscheinlich ist wieder eine Folge geklaut worden. Dann müssen wir schon wieder auf die epische Quest gehen, die Welt rennen, eine Folge zurückklauen. Von der, oh ja. Von der Höhle klauen. Das Liegehöhle reingehen. Also gut, Elton, dann teile uns die heutigen Nachrichten mit. Mysteriöse hölzerne Kiste aufgetaucht. Oh Gott, wie mysteriös. Oh, die hört sich spannend an. Bei Hannibal. Ich bin hier mitten im Geschehen. Oh, mit dem Geschehen ist Morty. Was ist das für eine Kiste? Oh, eröffne sie doch einfach. Will niemand sie öffnen? Oh. Oh, bei Kisten muss ich wieder an Team Fortress denken. Du zockst einfach viel zu viel Team Fortress 2. Ich höre schon auf. Gut so. Wo steckt Mauzi? Ja, da spiele ich eben Team Fortress Classic, das reicht auch. Erinnere Reporter Mauzi durchlebte heute einige Schreckminuten. Mauzi musste gestehen, dass sein Mikrofon verloren zu haben. Oh. Glücklicherweise wurde das Mikrofon bald unbeschädigt. War wiedergefunden. Ein Pummeluff hat es an sich genommen. Böse. Die Suche dauert etwas länger, weil das Pummeluff das Mikrofon unbedingt ausprobieren wollte. Oh nein. Schlimm. Ja, interessiert aber keinen eigentlich. Die Kiste war wenigstens interessant. Ufer an der Kobaltküste gegangen. Ja, da war bestimmt Chöre drin. Das können wir jetzt angeln. Okay, jetzt gehen wir keine Angeln. Nein, Anton, erzähl es weiter, wir wollen es lesen, nicht einschlafen. Nein, Anton. Ach, Menno. Es soll doch auch spannend sein, damit ich nicht... Das ist... Pikachu auch müde. Boah. Und ich bin ja auch müde, warum auch immer.
PM. Ja, jeder ist müde, das ist 23:47. Ich brauche einen Kaffee. Da siehst du, Kaiokre, das ist das Omen. Heute wird es geschehen. Das ist das Zeichen. Okay, jetzt brauchen wir noch. Wir brauchen noch Regen an der Küste. Ja. Ja. Okay. Das war genug. Das kann ja noch dauern. Farbigels. Gunst. Kritik. Der schwule Franzose. Diese edle Musik immer, so schlimm. Guck mal, mein Bild. Dein Bild, unser Bild. Ich arme schon. Guten Abend, ich bin Farbigel. Meine, ich betone das falsch. Künstler, Buffel, X, so und so. Radikal. Durchdringen. Die Entschlossenheit. Ist tief und gerecht. Ja, ich spüre eine Kraft im Inneren, die hier endlos zu sein scheint. Ja. Ich muss fortfahren. Fein, der Geruch der Farbe. Ist schwer zu beschreiben. Ich wage es, Pikachu biege. Oh Gott. Schlimm. Also, Saimas Nibel ist zufrieden. Bis zur nächsten Sendung. Das hat eine Note. Auf Wiedersehen. Was heißt die Note da? Ich habe keine Ahnung, das hatte ich auch noch nie. Also die Musik ist gut, anscheinend. Sicher, Fortsetzung folgt die Doku. Blumen da. Okay, shoppen mit Chiggy, shoppen mit Chiggy. Orakelplan. Ja, später, erstmal shoppen. Ich will wieder ein Orakel für mich. Erstmal zu Penny. Ja. Wir sind jetzt halt für shoppen mit Chiggy. Yay! Auch heute habe ich hier tolle Angebote für euch. Dieses Item steht an erster Stelle. Yay. Kuss in der Rahmen. Okay, wollen wir nicht. Nein, danke. Pikachu? Nein, wir gucken jetzt Shopee-Kanal. Du drückst dich rum. Hä? Letztes? Nee, nichts Letztes. Kennst du den Rahmen? Noch ein Rahmen? Nein, danke. Wie viel habe ich denn? Nee, zu wenig Geld. Wobei, wie viel kostet denn der? Wenn er 10 kostet, würde ich mir ihn. Das ist hässlich, da sind Pikachu-Köpfe dran. Der ist sauepisch, der zeigt immer, ist immer Sneeple-Symbole. Nicht viermal. Groß und dann noch sehr auf den kleinen. Haben wir denn kurz das in der Meinung? Ach nö. Da müsste ein Pikachu gefragt werden. Ach, nee, Quatsch. Wucher! 50, nein! Wucher. Einfach nur Wucher. Orakelkanal, das wäre mein Orakel, oder? Ja, komm mal, ich hätte noch gar kein Orakel gehabt, so ungefähr. Egal, was willst du? Ich will das ganz oben. Okay. Ja, genau das. Weil ich habe TF2 an der Rangliste auch immer ganz oben bin. Du hast... Du hast Hunger. Ja, gut. Super. Füll den Platz, das ist ja... Das hat doch gar keinen Sinn. Hülle den Platz, wo wenn auch immer du willst. Oh Gott, Dämlichkeit. Aber allgemein ist alles glücklich. Was? Wir schon alles. Das sind alle Highlights vom Spiel? So wenig. Ja, jetzt wir müssen. Nee, das Größte kommt noch, wir müssen nur noch Chöre fangen. Na aber nein, ich will noch einmal was kaufen. Oh nein, es fängt an zu laggen. Das ist kein gutes Zeichen. Wie ich lecke. Und das Video, und ich habe eine Kontaktanfrage bekommen. Daran liegt die Kontaktanfrage, das Böse. Hi Stormbreaker, I'd like to add you on Skype. The DJ, Steam Jack Lolz 2. Nein, danke. Was ist überhaupt her? Was? Was ist überhaupt her? Ja, ich war in Team Fortress und... Ja, das war schon alles, oder? Egal. Und da war ich wieder... Ein Kusselerer habe ich auch nicht haben. Also, du musst dir den Fernseher doch kaufen, Mann. Wollte ich nicht. Fernseher sind immer gut, sind immer cool, immer! Standfuhr, kauf ich. Gekauft. Oh. Ja, das ist der Sammlertrieb. Die tauscht nichts aus, die habe ich dann neu. Das ersetzt nicht, das ist ganz neu dann. Ja, also jedenfalls, ich war auf einem Server und da war ein Heavy und der hat auf den Boden geschossen. Ein Heavy? Die ganze Zeit, für eine Stunde lang. Heavy sind geil. Und... ja, er wurde halt beschimpft und er hatte seine Skype irgendwann da reingepostet. Alter, ist das billig, 17. Ja klar, kauf das, ist doch ein Schnäppchen. Klar, bekanntes Glücklich.
Dieses ja. Curl bekommst du da glücklich. Nein, Pikachu, du schaltest nicht. Was sich das traut. Was sich das traut. Alter, ist das unverschämt. Nichts da. Guck aus. Pech. Scheiße, mein Lachen. Jetzt ist er aus. Pech. Ich kann meinen scheiß Lachen nicht mit der Kontrolle halten. Tut mir leid. Pech. Jetzt ist er aus. Ha. Ach nee, jetzt müssen wir Kuro fangen. So. Ah, an erster Stelle. Fernseher muss orange. Oh, das ist besser als grau. Nee, grau ist toll. Das, beschreibt unsere Lebenslust. Okay. Demo like. Okay. Ha, ich bin stärker als Pikachu. Pikachu Pokepad. Pikachu Pokepad. Kommt auf den Preis an. Ja, ja. Okay. Ich will aber Fernseher. Ich war immer so ein Sammler von Fernsehern. Ja, du, stimmt. Die kannst du ja immer... Mit diesen Effekten, das war so toll. Stimmt, du kannst dir ja immer wechseln. Ja. Weil bei den Rahmen ist es ja so, dass du die nicht entwechseln kannst. Die kannst du kaufen, dann ist der andere weg. Müll halt. Unentbehrlich. Oh Gott! Ich bin nicht dein Ernst. Für ein Buch 50 Poké-Dollar, was für ein Buch. Klar doch. Klar, für ein Buch. Rettern. Es reicht. Wir haben genug gekauft. Nein, ich möchte auch einen neuen Fernseher mal besitzen. Ein Hydropi-Fernseher, das ist am besten. Ja, den will ich ja haben. Der ist so episch. Ansonsten kommt der Retro-Fernseher wieder hin. Dieses Sehtemstil. Oh, nein, bitte nicht. Wir wollen keine. Ach, komm schon. Kaufen. Das kaufen wir auch immer. Konsument. Konsumiert ganz doll. Und sei es ganz ist so langweilig und eintönig. Nein, konsumiert ganz doll. Ach ja, ich habe gesehen, dass der Luke Miller kommentiert hat von so einem tollen Pass. Ja klar. Hat nochmal 40 ist jetzt, bin ich voll stolz auf mich. Ja, weil dein Mikrofon so anzieht. Ja, hat man gemerkt. Rauschen auf Doom. Ja, Rauschen auf Doom, ja, ich liebe dich auch. Voldemort Puppe, haben wir die nicht schon? Ich glaube schon. Schau mal um dich hier. Ja, haben wir schon. Wäre Geldverschwendung. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Müll. Ey. Schaut bei dem Kanal. Oh, haben wir auch schon. Okay. Ah. Pech, das Fernseher ist halt aus. Fertig. So, lass uns das Spiel gehen. Schlimm. Jetzt wird das mächtigste Wesen aller Zeiten im Spiel geangelt. Kavalor. Ja, das auch. Nebenbei werden wir ja auch gleich einmal... Verdammt. Kommst du eigentlich so vor, da kommen immer nur dieselben Pokémon? Es gibt ja bestimmt eine begrenzte Auswahl, das ist immer so zufällig, denke ich. Kann auch am Emulator liegen. Ja, das wäre doof, das wäre schlimm. Ja, aber zumindest, genau, wir haben ja auch noch die Früchte, die im Garten sind, die wir prüfen. Immer... Schaut sich um. Toll. Nicht Ema, Sir Ema Sneeple. Okay. Ich rufe es mal. Komm her, mein kleiner fetter Sack. Wie geht's dir so? Gleich spritz ich wieder an. Starte ich an. Boah, und geh weg, ey. Das Gelbe, das große Augen. Ich streichle es, guck. Ich streichle. Guck da, hier so. Ach, oh, genau. Mit dem C-Knopf ging das ja. Das habe ich immer stundenlang gemacht. Ich auch. Virtuelle Wesen gestreichelt. Ja, ich aber auch. Da dachte ich, ja, es mag mich, jetzt bin ich total. Ja, ich aber auch. Es macht ein ungemeines Glücksgefühl. So, ey, machst du das glücklich? Oh, das ist so schön. Ja, es ist glücklich. Toll. Das freut mich. Also, ich erinnere mich noch an eine... LP von einem anderen Let's Player namens Brötschman, der hat das Spiel genau auf eine andere Weise durchgespielt. Also der hat sein Pikachu mal richtig gehasst. Wie kann man das nur tun? Nie gestreichelt, nie Fernseh schauen lassen, immer umgeschaltet, wenn ich was geschaut wollte, das war richtig schön, nett und so. Das Pikachu ist doch so glücklich, das muss man auch glücklich lassen. Wir wollen doch einen Reitschuh. Wir wollen einen Reitschuh haben, komm, wir müssen doch gut behandeln. Diese Musik jetzt, oh ja. Dup, 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 dup.
Die Musik ist toll. Ein Giraffarik, das haben wir glaube ich schon. Ein Potrot. Ach ja, diesen Song, den ich singen soll, diesen Tsuki Niwa Murakamo irgendwas, den kann ich jetzt schon fast auswendig. Sehr schlimm. Und das werden wir angeln. Yes! Das werden wir angeln, schön. Du musst die Donuts auf das Ding werfen. Nein, ich muss die Donuts schön im Wasser verteilen, überall hin. Dann kommt das Kyogre, dann kommt es. Damit es überall hingeht, außer zum zu an. Klar. Dann kommt das Kyogre, ich weiß es ganz genau. Ja. Es wird kommen. Ich weiß, ich habe Vertrauen. Glaube an es und es kommt. Was bringen die da so überhaupt? Warum ist es so dunkel an der Kobaltküste? Weil das total alles putt ist und dann kommt Kyogre, alles putt ist und dann muss es noch mehr Donner machen. Es gibt nur Sinn. Ach so. Ganz viel Sinn. Kyogre ist böse und macht Donner und alles böse und kaputt und putt halt. Kyogre ist lieb. Es kann nicht böse sein, hier ist alles lieb und was auch. Ich sag ja, also unser Ziel am Tag mit Apfel. Wie frisst das? Ich will das an den Kopf werfen. Ich freue mich, dass es da war. Das hat mich gefreut. Ein schöner Anblick. Ja, super. Ein Landtun, haben wir das schon? Ich weiß nicht. Egal. Ein Landtun. Wie geht's? Also die Frage machst du wieder, okay? Klar. Dann mach ich danach. So, immer Sneeple Headed, ich bin Landtun. Welche Tiefe des Meeres ist... Oh Gott. Oh, das ist nicht dein Ernst. 5000, fertig. Was? Oh, ist richtig. 5 Kilometer. Kidding me. Ist halt starkes Licht. Wie hell soll das sein? Das ist viel zu übertrieben. Das ist halt eine helle Leuchte hier. Eben mal 5 Kilometer. Ich komme schon tief vor, wenn ich irgendwie 3 Meter tauche, aber nicht 5 Kilometer. Alter, die Stimme. Das macht so... Das macht das so. Das ist halt fröhlich. Das ist zu fröhlich. Warte, Moment. Hier. Nein, überwerfen, überwerfen. Nein, ich triff's nicht. Haben wir schon mal einen Austausch gehalten? Na, unseren Austausch, Dingsbums? Ich glaube ja. Aber ob wir die Fragen richtig hatten? Ja, denn das kann man mit Donuts bewerfen. Ja, schon, das kann man. Dich kann man doch nicht bewerfen, Mann. Ich, das hatten wir auch schon mal, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, toll. Remo reit. Was wird es denn wissen? Mann, Tag ist bestimmt wieder, nee. Ah ja, das hatten wir schon mal. Sag mal Pikachu, ist scheißegal. Ist doch egal, das haben wir alle schon. Das ist ja nicht, ist doch scheißegal, ich brauche keine Karten. Oh. Das ist scheiße drauf. Moment, abwerfen. Oh Mann, ich treffe echt nicht, Mann. Und Kyoko willst du nicht wegen der Karte angeln, sondern weil du mir beweisen willst, dass es es gibt, oder? Ich will es angeln, weil ich das so in Erinnerung habe. Du willst es der Welt beweisen? Ich will mir beweisen, dass ich mich aber mal was ändern kann. Weil meine Erinnerung generell falsch ist. Egal was ich spiele, weil ich mich an was erinnere, ist immer falsch. Oh. Das erklärt ja auch dann mit dem Abspannfehler, den du da gemacht hast. Ah ja, meine ich ja. Egal was ich mich erinnere, ist immer falsch. Na, bei mir auch oft, aber nicht, wenn es um TF2 geht. Alter, verschwinde! Usch. Ich will dich nicht da, Fritz. Ich mach Uschern. Verschwinde, aber. Oh, hey, lass Muschas in Ruhe, es ist süß. Okay, weg. Ich mag es, es hat so eine süße Zunge. Gott, oh. Ey. Oh, was soll das? Ich hab leider B gedrückt. Mann. Alter, Mann, ey, das ist doch nichts kommt, ey. Ich fange ja nur Schrott heute. Das waren jetzt, keine Ahnung, höchstens 10 Versuche insgesamt. Nee, 4, das ist keine Ahnung, das soll, ist egal. Wir müssen motivierter bleiben hier.
mit unserem genialen Commentary wird das eh nicht langweilig. Ja, sicher. Das Problem ist, es wird irgendwie langweilig, da dauernd auf Aufnehmen zu klicken und dann Werfen zu machen. Aufnehmen, Werfen. Aufnehmen, Werfen. Aufnehmen, Werfen. Oh Mann, das ist toll, ja. Das ist toll. Ja, zieh Pikachu, bitte. Ach komm. Alter, wer hat dem Kerl seine Vitamine? Seine Vitamine verweigert? Wir müssen unbedingt ins Gym und halt irgendwie trainieren. Beeil dich, Pikachu, wir haben Pimper. Oh, jetzt mach doch mal meine Fresse. Das geht's einfach nicht. Ich kann's nicht. Bist du inkompetent oder was, Pikachu? Bist du inkompetent? Aha, Pikachu, beeil dich. Jetzt holst Kyogre raus und wir haben diese Folge auch beendet. Ja komm los, oh Mann! Ja! Falsch! Wow! Nein, ich will es abwerfen, Ja! Super! Wo war der? Jetzt habe ich fehlgedrückt. Ah, so. Pokémon. Aber das hatten wir schon. Echt? Ja. Ah, das war echt schlecht, ja. Das war das, was wir bei Andrew gefragt hatten. Warte? Ach, genau! Krieg ich halt mal Geld. Ja. Oh Mann, ey. Richtig, juhu. Ich freue mich ja so. Hier sind wir alle stolz auf dich und wir lieben dich alle noch mehr als wir dich wollen. Wir sind jetzt alle so glücklich und freuen uns darüber. Ja. So. Nochmal abgeworfen, ey. Ich bin so froh, mich schreibt niemand an, weil sie alle wissen, dass ich aufnehme. Oh Mann, ey, da hat es jetzt viermal gezogen, was normalerweise heißt, dass Todes kommt und dann kommt so ein Bild auf Tiller. Oh, Tiller ist doch toll, das hat einen Dickkopf. Das hätte das Kyogre sein können. Oder ein Karolo. Karolo, das kann auch kräftig sein. Ach, Gottes Kinder. Weißt du, was ich geil fände? Ein 100% Let's Play für dieses Spiel. Ja, ernst. Alle Karten sammeln, alle Fans sammeln. Oh. Ja, das wird es ja gut. Niemals! Wer immer das auch macht, ist ein Gott. Ich würde es machen, wenn mir mal langweilig wäre, aber... Ja, ich alleine gehabt. Ich treffe mich auch, komm. Also das geht auch, das ist schon zu schaffen. Nee, hat man nicht treffen können. Aber springt doch, das muss doch gehen. Nee, es geht leider nicht. Doch. Und der hält sich mit Stern. Sei was, Nibel. Verlierst Stern, du einige Teile seiner Willenskraft. Wenn sein Kehr noch hat, das geht auch nicht. Nein, wenn deine Willenskraft noch besitzt. Wie motiviert wir dann am anderen sind. Mit Willenskraft geht alles. Wir hängen da, werfen unbegrenzt Downloads in den Fluss, verschmutzen den so. Ah ja, hier, Greenpeace, scheiß drauf. Wieso muss ich jetzt... Kyogre, es wird kommen. Ja, das ist doch... Geh weg, du blöde Skapper. Oh. Ich hab keinen Bock mehr. Das hungrige Kyogre, es wird kommen, da kommt ein Carpador. Ich hab keinen Bock mehr. Du bist echt ein Gott. Kein Bock mehr auf diesen Mist. Irgendwann wirst du es noch fangen können. Oder ich google mal, oder ich stell die Frage mal in dem LPR-Forum. Ja, natürlich. Ja. Dann wäre ich den Herrn hätte sich empfangen, wenn ich das schon schreibe. Also ich brauche Hilfe bei Pokémon Channel in meinem Lieblingsspiel. Ja. Frage mich, ob man da einen Kyogre fangen kann. Warte, was ist das beste Pokémon, das man da fangen kann? Wir müssen ja weiter Fernseher gucken und kaufen, weil wir doch alle Minispiele wollen. Ah ja, genau. Und währenddessen müssen wir irgendwas Tolles zum Kommentieren entfallen lassen. Es ist nicht ziemlich eintönig, denke ich. Nein, Sammelkartenpack ist sehr intellektuell. Oh. Es enthält 5 Sammelkarten und ein wunderbares Design. Nein. Schalt um, bitte, nein. Ich will die Karten kaufen.
Na, halt um. Ich will noch mehr Karten. Ich will mein Geld für sinnlose Karten ausgeben. Es ist so teuer. Es ist so toll. Teuer. Ich werde jetzt zum Kartenverkauf auf eBay. Heute um 13 Uhr, okay. Ich bin glücklich. Dichter. Die habe ich noch nicht, das weiß ich. Glaube ich zumindest. Ich habe sie wirklich noch nicht. Jawohl. Aha. Die Puppensammler ist schlimm. Ich bin halt so eine. Es gibt Mädchen, die zocken und die Jungs, die Puppen sammeln. Genau, ich bin einer von den Mädchen, die zocken. Gefällt mir sehr gut. Genau, mir auch. Sei, was die Pillen im Zimmer. Ja. Alter, für so eine Puppe nur 11, für 5 gammelige Karten 20. Ja, ja. Klar doch. Tokupi, Pokopelt. Ne. Nee, wie viel kostet das denn? Na, 50, wie die anderen auch. Da behalte ich, lieber das normale hier, das schöne. Ja. Ja, es ist hier das Geld. Für Geld. Schau mal, Chuggy. Yay. Mann, für Geld. Ach Gott. Ja, zur Stelle. Gigabor. Pott. Ist das denn ernst? Nein. Nicht schon wieder. So, ich mach schon mit Chiki. Nix! Dankeschön. Nix da, Pikachu! Nix da! Wir gucken in den Shopping-Kanal. Es will wohl den Orakel-Kanal anschauen, oder? Nein, das will es nicht. Will es wohl, sieht immer so aus. Kommt echt so rüber. Nicht mit mir. Solange ich hier noch die Hosen dann habe, macht das Pikachu gar nichts. Zieh die Hose aus. Nein. Nur heute Abend, wenn halt keiner mehr da ist. Volleyball TV. Na, also geht doch. Ist gekauft. Egal was für ein Kaufpreis, ist gekauft. Egal wie teuer es ist. Ja, ist gekauft. Egal wie teuer. Egal, ob du eine Schulden bekommst. Oh cool, wir sind Armwache, das willst du haben. Kann es davon, was ich zum Griechenland... Kam ich schon wieder zum zweiten Griechenland, Mann, aber ich will's haben. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das Herz, ich habe kein Herz. 100 gekauft, scheiß drauf, gekauft. Oh Gott, das sind zwei Gemälde. Ne, ich habe keinen Bock mehr. Okay, was kommt? Es kommt Kusselaram. Wir brauchen Geld unbedingt, aber vorher machen wir Fancy aus, Pech gehabt, Pikachu raus. Sie ist viel Sport getrieben. Ach, du willst. Ich will die Pflanze überprüfen, die wir gepflanzt haben. Ach so. Oh, Diktri. So. Ignoriert das bitte. Schnell die Pflanzen gießen, wie cool ist. Ach, sie wachsen sehr schön. Und ja, oh, ein Griffel ist gekommen. Oh nein. Es ist bei einer Beere. Alter, du, die hätte ich verkaufen können für Poké-Dollar und du frisst die auf. Alter, was bist du für ein Aslack? Aus Lux, sterben jung. So wahrscheinlich sehr lecker. Ja, super. Und was jetzt? Ja, das haben die gegessen. Toll. Was war's jetzt? Bitte. Ich fühle mich gegangen. Das war's jetzt. Toll. Gehen wir da einkaufen. Ja. Da bin ich so begeistert. Dann machen wir jetzt wieder Frust. Wir müssen erst Geld verdienen. Ja, jetzt müssen wir Frust einkaufen. Und Frustgeld verdienen. Ja, Frustgeld verdienen, wenn es das gäbe, das wäre schön. Frusthaftes Geld verdienen. So, auf geht's an den... Also, ich habe eine Motivation, später einen guten Job zu kriegen. Ich auch. Damit... Was ist deiner? Was ist deine Motivation? Ja, mehr Zeug kaufen. Also ich will mir Team Fortress 2 Items kaufen. Oh Gott. Meine Motivation. Ich will mir mehr Spielchen kaufen, damit ich mehr Spielchen spielen kann. Ich habe gerade nicht auf die Ad-Taste gedrückt. Scheiß Cheaterei hier. Quizkanal 2. Quizkanal 2. Yay. Gerade oder ungerade. Das ist doch toll. Komm, da Pikachu sowieso mir irgendwas sagen wird.
Wie viele sind es? Na? Ach, gerade. Das ist zu schwierig, das ist zu schwierig für Sebas. Am Ende ist es auch gar nicht offensichtlich. Das ist schon gerade. Siehst du, ich hatte recht. Wobei, ja. Shit, doch nicht. Oder? Echt nicht? Nee, gerade. Verdammt. Brauche ich mich antun. Okay, dann gucken wir halt auf den, da normalen Quiz. Ach, na shoppen mal, bitte keinen Bock auf Quiz jetzt. Letztes Angebot für heute, was ist es denn? Blaue Tapete A. Nein, es ist zu farbenfroh. Nee, komm, es gibt heute nichts mehr zu tun. Ich warte auf meinen Fernseher, das ist viel wichtiger. Hat euch die Show gefallen? Nein. Nee, nicht wirklich. Wir gucken kurz noch am Eichhörner vorbei. Auf vier Minuten. Genau. Oh, also das müssen wir noch machen, diese Folge. Ja, dann geht's bestimmt von 30 die Folge. 35 Minuten geht's dann. Okay, dann shoppen wir. Dann shoppen wir noch. Okay, was willst du, Pikachu? Zeige, was willst du haben? Was willst du? Was willst du? Was willst du, Pikachu? Was willst du? Nein, bitte nicht. Was willst du? Okay. Was lass aber mal sehen. Alter, man kann es doch umständlich angehen. Wohin will das denn? Das ist so. Wir können auch gerne das hier gucken. Schneller, Pikachu, bitte. Schneller als Sonntag. Oh, komm schon. Oh, lange braucht das Vieh. Man hätte auch rechts rumgehen können, ja? Man hätte auch rechts rumgehen können. Resümee-Kanal, ja. Einfach weil. Nein. Kusil, das war Resümee. Nein, Pikachu, wir werden nicht Resümee gucken. Einfach weil ich Nein sage. Einfach weil ich Nein sage. Weil du rufen bist, immer noch. Dieses Item stellt heute in erste Stelle. Nein, danke. Gesehen, umgeschalten will ich nicht. Und dies ist unser nächster Teil. Das ist gut. Gengar-Puppe. Ey, Pikachu kann sogar gegen so. Pikachu ja. Kann sogar gegen diese Puppe kämpfen. Echt? Das haucht die dann an so. Nur hier herrlich. Das ist toll. Das ist herrlich. Fragen wir einen Kunden nach deiner Meinung. Freilich, freilich. Gefällt mir sehr gut. Betonung so. Bitte sehr gut. Okay. Ach, es ist so teuer, da haben wir kein Geld mehr für den Fernseher. Ach, nee, das Godzilla Pokepad wollen wir nicht. Pikachu. Hey, es macht immerhin rechts rum, das geht doch. Oh, das willst du gucken. Da wolltest du jetzt hin, Pikachu. Fick dich, Pikachu, ey. Fick dich, ey. Ist das hier ja? Ei-Kanal. 2 Minuten. Okay, das kriegen wir noch rum. Wir gucken noch mal. Na gut, einmal kurz das Resümee von mir aus für Pikachu. Für Pikachu. Die Findungsergebnisse, jetzt sage ich, oh ja, ja. Ja, ja, gut, gut, gut. Also das reicht. Liverpool. Der Gegner ist aber sehr toll, wenn Liverpool auf immer wieder sehen zu, ne? Mach mal gerade Schäfchen zählen zu nachmachen. Yes! 36. Wow. 37. 38. 31. Während Pikachu vor den Pernsisten einschlafen darf, werden wir uns umschauen. Fertig. Es wird spannend. 20 Sekunden. Fiebert mit. Oh, wow. Was könnte das nur sein, meine Damen und Herren? Das ist ein Geheimnis, das kein Mensch stiften wird. Doch gleich werden wir wissen, was da raus wird. Meine Damen und Herren, das kommt nur von Stefan Raab, kenne ich. Damen und Herren. Ja, das ist halt Hochdeutsch und so, weißt du. Meine Damen und Herren. Und? Oh, oder was? Und? Es ist. Oh mein Gott. Ja.
Oh mein Gott! Kohle! Oh mein Gott. Ich krieg Kohle! Ja, ich krieg Kohle! Yes! Geld für mich! Und nochmal ein weiteres Ei! Wie lange ist das aber bisher? In dem letzten Ei war schon ein. Ja! Sieg halt! Sieg halt! Jetzt hassen dich alle, das kriegst du. Ich preise nur meinen Sieg, das ist alles. Sieg halt! Warum schlüpft das alles so schnell? Pi. Ne, darauf kann ich echt nicht mehr warten. Komm, speichern wir erstmal. Komm, das reicht vollkommen. Ja. Aber die 5 Minuten zu warten ist schon verlockend. Total, das ist so verlockend. Das ist sehr verlockend, ja. Ja. Nein, nicht mehr weiter spielen. So, mal sagen, tschüss, Pikachu. Ich denke gerade nach, wie viel Lebenszeit verschwendet hat, wenn ich diesen scheiß Eichhörner geschaut habe. Ich habe da auch viel Zeit verschwendet. Ich habe damals immer stundenlang vorgesessen. Ja du, ich habe einfach aufs Fernsehprogramm geschaltet, während die Konsole an war. Du bist geil. Das war am einfachsten. Und insofern... Ich hab da oben immer die Infos gelesen. Schlimmeres Bernd. Also insofern, ach wie der Shit, also bis zum nächsten Mal beim fantastischen fucking Pokémon und so. Bis demnächst. Ja, ach wie der Shit, Leute, ist mich toll. Bis dahin. Wiege dich, Bob Hills, wiege dich. Bis dahin. Na, bis dann.